Im Zuge der Gesundheitswoche werde ich euch heute ein Gericht zeigen, vorkochen und ihr könnt das dann super nachkochen. Das wird das Gericht sein, Spaghetti mit Bolognese von roten Linsen. Dieses Gericht ist ein Gericht aus der Produktlinie des Klimaessens, was aus dem Studentenwerk selber entworfen wurde und womit wir auch mit dieser Produktlinie auch bei einem Wettbewerb von der Firma Nahrhaft den zweiten Preis erworben haben. Kannst du dich kurz vorstellen? Ich bin Sascha Kottergast, bin der stellvertretende Betriebsleiter hier in der Mensa in Clausthal, leite die Geschicke hier in der Mensa, sprich Bestellung, Personalplanung, Speiseplangestaltung und alles, was so nebenbei noch anfällt. Ja, als allererstes macht ihr euch eine Pfanne an. Ich habe in diesem Fall einen Wok. Dann habe ich hier Sonnenblumenöl, was wir dann erhitzen werden. So, wenn das dann heiß ist, werden wir die fein geschnittenen Zwiebelwürfel erhitzen. Wenn die dann glasig angeschwitzt sind, kommt auch gleich der Knoblauch dazu. Dann könnt ihr Selleriewürfel hinzufügen und Karottenwürfel. Jetzt werden wir das Gemüse anschwitzen, bis es ganz leicht Farbe genommen hat. Was bedeutet es zurzeit, die Mensa zu besuchen? Ja, das ist eine sehr gute Frage, denn zurzeit ist es so, dass wir leider nur eine Abholstelle sind für eine Mittagsverpflegung oder für ein kaltes oder warmes Getränk. Früher war das ja bekanntlich ein sozialer Treffpunkt, man hat Kommunikationen ausgetauscht und man hat vor allem auch das gute Essen genossen. So, der Punkt ist gekommen. Ich füge jetzt die passierten Tomaten hinzu. Und werde dann mit einem Schluck Wasser aufgießen, so dass das Gemüse weich kochen kann. Ein bisschen mit Salz, Pfeffer und Zucker würzen. Pfeffer immer ein bisschen vorsichtig, weil wenn das zu scharf ist, nachwürzen kann man immer noch. Wenn das Ganze aufgekocht ist, werde ich die Linsen hinzufügen, damit die in dem Sud weich kochen und die Kraft der Tomate aufnehmen können, den Geschmack. Sollte eure Masse einfach zu kompakt sein, könnt ihr ganz einfach wieder einen Schluck Wasser hinzufügen, damit das besser köcheln kann. Wie habt ihr die Zeit während des Lockdowns genutzt? Wir haben die Zeit sehr gut genutzt. Wir haben nach 20 Jahren das erste Mal die Kälteverbundanlage getauscht. Das heißt, jeder Kühlschrank, der damit verbunden ist, war abgeschaltet. 10 Wochen lang wurde die Verbundanlage quasi getauscht. Jetzt haben wir wieder neue Kühlanlagen. Wir können wieder Ware einlagern, was in der Zeit nicht möglich war. Dann haben wir einen neuen Herdblock installiert, mit dem man viel, viel energieeffizienter kochen kann. Man kann schneller kochen, die Gerichte kommen frischer an den Gast. Ja, und dann haben wir auch Renovierungsarbeiten hier im Speisesaal durchgeführt, wie Wände streichen und Boden ausbessern und sowas. In der Zwischenzeit, wo diese Linsenbolognese kocht, kocht ihr eure Spaghetti ganz normal, wie ihr das sonst auch immer macht für eure Spaghetti mit Tomatensauce. Ganz normal, wie das auf dem Paket steht. Heißes Wasser, gesalzen, 7-8 Minuten rein, je nach Härtegrad, wie ihr das haben wollt, ob ihr es eher bissfest magt oder eher weicher. Das habe ich zwischendurch vorbereitet. Füge jetzt alles zusammen. Ich mache jetzt ganz zum Schluss noch geviertelte Kirschtomaten hinzu, einfach fürs Auge. Und ich schmecke noch mit ein bisschen Basilikum ab. Leider habe ich keinen frischen Basilikum bekommen, das könnte euch ja vielleicht auch so gehen.
Getrockneten Basilikum habt ihr in der Regel zu Hause. Und das ist auch gar kein Problem, wenn ihr den dafür nehmt. Weil der Geschmack ist im Endeffekt derselbe. Was wünscht ihr euch für die Zukunft? Der größte Wunsch ist, dass wir wieder einen geregelten Alltag für unsere Gäste darbieten können. Sprich, dass es wieder normal, das normale Mensageschäft einfach wieder anläuft und wieder starten kann. Und unser größter Wunsch ist natürlich, dass alle so gut wie es geht gesund bleiben und bestmöglich durch die Pandemie kommen. Ich hoffe, euch hat dieses kleine Tutorial-Video gefallen. Ich habe viel Spaß beim Nachkochen. Und wenn ihr jetzt schon Bock darauf habt, dann kommt ihr heute in die Mensa und könnt das heute bei uns verkosten.